So, mach nochmal einen Schildschlag. Wow. Ja, wenn der Schildschlag uns trifft, dann zieht er uns ganz schön viel Stamina ab. Und einen Haufen Leben, wenn er uns direkt trifft. So. Der Sentinel ist weg. Nächster Sentinel. Einfach um ihn rumlaufen, bis er irgendwas macht. Am besten ist natürlich immer, wenn er seinen Schildschlag macht. Genau den da. Wenn er mit seiner Hedebarde angreift, ist das weniger gut, weil die ziemlich schnell ist. Genau. Wow, du lebst noch. Jetzt lebst du nicht mehr. Gut. Du hast eine interessant aussehende Statue mit einem goldenen Speer bewacht. Sieht ein bisschen aus wie ein Löwe. Und eine normale Truhe, glaube ich. Hoffe ich. Mit einem Dämonen-Titanit. So. Wir kommen jetzt raus aus diesem Gebäude auf den großen Hauptplatz und sehen da drüben ein richtig riesiges Schloss. So, da drüben sind noch mehr Sentinels, wie man sehen kann. Die besuchen wir gleich. Zuerst besuchen wir aber hier das Leuchtfeuer, das ich gleich aufstufen möchte. Deswegen... benutze ich eine Doppelmenschlichkeit. Und bevor ich zum Leuchtfeuer gehe, reden wir erstmal mit ihr hier. Hallo. Well, you are a rare visitor. Welcome to the lost city of Anor Londo, chosen undead. If you seek Lord Gwyn's old keep, exit here and head straight yonder. If you are the chosen one, a revelation shall visit thee. What follows thereafter depends upon you. Okay, sie sagt uns schon mal, dass das da hinten, was wir gesehen haben, die Burg Lord Gwyns Festung ist. Okay, bei ihr könnten wir den Estus-Flakor verstärken, wenn wir eine Feuersüterin-Seele hätten. Haben wir aber nicht. Wir können aber mit ihr reden. What is it? What am I? Well, I am the keeper of the bonfire. If not for me, what beacon would there be in this lost city? A gatekeeper and a guide. That is my calling. Okay, sie ist die Feuerhüterin. Die dritte, der wir schon begegnet sind. Deswegen können wir bei ihr auch den Flakon verstärken. Die erste, der wir begegnet sind, sie ist leider tot. Und die zweite war Quilan, die Anführerin des Chaoskultes unten in den Tiefen. The bonfires attended by the keepers are special. They are linked to one another, and their flames never die. Yet never shall the keepers of these flames meet. Ja, okay, sie hat gerade gesagt, Feuerhüterinnen begegnen sich niemals. Also weiß sie nichts von den anderen beiden, denen wir schon begegnet sind. If you require rest, now is the time. That is, after all, what the bonfire is for. Ja. If you require rest, mehr hat sie uns nicht zu sagen für den Augenblick. Also können wir jetzt am Leuchtfeuer rasten. Und es gleich mal entfachen. So, einmal entfachen. Noch einmal entfachen. Und gut ist. Aufsteigen. Wir haben sehr viele Seelen zum Ausgeben. Ich würde mal gerne Wille steigern. 2 Punkte. Und dann weiter Kondition, nicht so wirklich. Stärke. Für mehr Schaden. So. Rüstung verstärken bringt uns gerade nichts. Wir haben keine grauen Scherben. Also gucken wir uns hier weiter um.
Dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Erstmal hier drüben zücken wir schon mal wieder den Bogen, weil hier sind zwei von den Jungs. Und schießen einem ins Bein. Ja, die nehmen schön viel Schaden durch den Bogen. Könnt ihr ihn auch in den Kopf schießen. Das müsste eigentlich mehr Schaden machen. Macht's aber nicht, weil das... weil die Jungs nicht gerade besonders empfindlich sind, was ihre Körper angeht. Die haben also keinen richtigen Schwachpunkt. So, noch ein Pfeil und du bist weg. So. Deinen Kumpel töten wir so. Im Nahkampf. Genau. Einfach einmal hinten in den Rücken. Und fertig. So, hier haben wir noch eine Statue von einem ziemlich dicken Typen mit einem großen Hammer. Und eine von euch beiden müsste eine Mimik sein, nämlich du hier. Genau. Hallo, Mimik. So. Stirb einfach, Mimik. Genau. Mimik ist tot. Und wir haben die Kristallhillebarde bekommen, die Mimik beschützt hat. So, Vogeltitanit. Das haben wir vom Funkeltitanit, glaube ich, 5 Stück. Nee, der ist hier. 5, ja. Gut, fehlen uns nur noch 5. So, schalten wir noch dich hier aus. Genau, schlag einfach mit deinem Schild irgendwo die Pampa. Ist ja nicht so, als ob wir da gar nicht stehen. Wow. Das war knapp. So, und dann gucken wir hier weiter. Das zeige ich euch einfach mal kurz. Ob ich genau weiß, wo es dorthin geht. Nämlich im Augenblick geht es da nirgendwo hin. Also ja, man sieht von hier aus schon mal einen Turm. Aber auch eine goldene Nebelwand. Versiegelt durch die Macht des großen Fürsten Gwyn. Also ja, hier brauchen wir erst die, müssen wir erst das Siegel lösen, bevor wir dort durchkommen können. Übrigens, mal wieder Story, was Storymäßiges. In Demon's Souls, also dem geistigen Vorgänger von Dark Souls, hatte der Nebel eine große Rolle. Und wenn man auch in, im Intro von Dark Souls aufpasst, wird erwähnt, dass die ganze Welt von Nebel umhüllt ist. Was ja jetzt nicht mehr der Fall ist. Also denke ich, dass auch in Dark Souls der Nebel eine besondere Bedeutung hat. Nicht nur, dass uns Nebelwände ständig den Weg blockieren und uns vor Bosskämpfen warnen. Gut. Die Seite haben wir auch erledigt. Dann geht es jetzt in dieser Richtung hier weiter. Dummi, dummi, dummi. Und zwar diesen Aufzug hier runter. Dafür müssen wir uns einfach auf die Plattform stellen und aktivieren den Aufzug. Der etwas gemein ist, weil er runterfährt. Und da ab jetzt ist er ein getimter Aufzug. Das heißt, er fährt gleich wieder hoch. Genau. Und dann kommt er wieder runter und fährt wieder hoch. Ganz von alleine. Und großer Gegner voraus. Ein Gargoyle. Den kennen wir vom Kirchturm. Der ist aber nicht wirklich härter geworden. Au. Er hackt uns nur mit seinem Schwanz kaputt. Aua.
trinken. Trinken finde ich eine gute Idee. Hauen wir ihn kaputt. Ich würde ihm gern den Schwanz abhacken, wenn ich dürfte. Dafür muss ich allerdings hinter ihm. Wow. Au. Und das Schild oben behalten. Wow, machst du aber heute Sprungakte. So komme ich niemals an seinen Schwanz. Ich will aber sein in den Allerwertesten abpacken, weil dann kriege ich noch eine Gargoyle-Axt gedroppt. Er dreht sich aber immer zu schnell. Au. So, jetzt kann ich in Ruhe trinken. Und ja, das mache ich total absichtlich hier gerade. Genau, Gargoyle-Axt. Dankeschön. Au. Jetzt haben wir ein bisschen Aggro gemacht, glaube ich. Ja, jetzt spuckt er nämlich Blitze. Im Gegensatz zu den Varianten auf der Kirche. So, wir ziehen uns mal dezent zurück. Oder hauen ihn einfach tot. So. Heilen. Gargoyle-Hillebarde. Danke dafür. So. Und hier sehen wir schon dieses Rondell. Also ja, wir erkennen da oben Brücken und das ist... Okay, es ist nicht ganz rund, es ist eckig. Aber wir erkennen auf jeden Fall Brücken und noch mehr Brücken hier. Und dass wir hier nicht weiterkommen. Wir müssen erst von woanders lang und dieses Rondell senken. Jo. Dafür müssen wir hier runterhüpfen. Erstmal auf die andere Seite gucken, weil da noch was verborgen liegt. So, genau hier. Dämonen-Titanit. Ja, jetzt haben wir sehr viel Dämonen-Titanit. Und den Weg weiter haben wir hier. Der ist ein bisschen schwierig zu finden, aber wenn man dort hochguckt. Genau, sieht man ein Loch im Glas. Das ist der Hinweis darauf, dass wir dort oben lang müssen. Einfach nach da oben laufen. Vorsichtig, dass wir nicht diesem Sims hier runterrutschen. Aus Versehen. Jupp. Man sieht, wir sind einen ganz schön hohen Turm runtergefahren. Und dann einfach hier drüben runter. So. Dadurch kommen wir hier in die Kirche rein. Und ja, es ist eine Kirche. Die von vermummten Frauen bewacht wird. Die aber nicht sterben wollen, ne? So. Das war die erste. Da drüben ist noch eine. Ja, roll ruhig weg und trink. Ich töte dich derweil. So, nerviges Pack. So, und hier heißt es nun Kletterakt. Kletterakt vollführen. Dafür müssen wir hier hoch. Und die da erstmal abknallen. Und dabei zu uns locken.
Genau, treffen wir sie. Haha, Headshot. Tot.